Ja, ich sag mal, das Neue ist ein bisschen von, aber mit ein bisschen weißer Farbe müssten wir auch diese Waldhütte wieder flott kriegen. Ja, das hier ist ein Lost Place, mitten im Duinger Berg. Und ja, wenn ihr sehen wollt, was man hier noch so alles im Duinger Berg an Impressionen einfangen kann, ja, dann bleibt mal dran. Ja, hier unten liegt Duingen im frühmorgendlichen Nebel. Und ich bin hier oben auf dem Wanderparkplatz, den man vom alten Teichsweg hier erreicht. Und von hier geht es jetzt rein in den Duinger Berg. Erstmal hoch Richtung kleine Berglandbalkon und dann schlage ich einen großen Bogen über den Babenstein und dann runter Richtung dem historischen Kannsteinweg wieder hier zurück zum Ausgangspunkt. Ja, wettermäßig 3 Grad, sehr nebelig, aber egal, ich muss mal wieder auf Tour und diesmal wieder auf dem Fahrrad. Das war jetzt ein bisschen arg viel Gefühlsduselei, oder? Ja, eigentlich nicht so mein Ding. Und ja, die Realität ist da nicht ganz so gefühlsduselig und harmonisch. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Wir haben hier direkt hinter dem Leine-Bergland-Balkon den Steinbruch von Marienhagen. Ein aktiver Steinbruch, wo auch am Samstag abgebaut wird. Und von daher, ja, hat man hier ab und zu mal ein bisschen Geräuschkulisse. Das ist aber nicht weiter wild. Ja, wir konzentrieren uns hier lieber auf den herrlichen Blick vom Leine-Bergland-Balkon, der denn hier bis nach Deinsen reicht, heute bei dem diesigen Wetter. Aber man kann im Hintergrund schön den Verlauf des Külfs erkennen, der da bei Alme, bei Deinsen startet und dann weitergeht Richtung Godenau und da sein jähes Ende findet. Ein ja, toller Bergrücken hier in der Region mitten im Leine-Bergland. Und da hinten bei Deinsen haben wir dann auf dem Külf dann auch den Kölleturm. Ein kleiner, putziger Aussichtsturm mit Hauptblick Richtung Westen, so wie hier. Da hat man einen schönen Blick Richtung Alme, Richtung Gronau, Richtung Brüggen und auf die 7 Berge und dann noch weit Richtung Hildesheimer Wald. Sehr, sehr schön dort oben. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht zu verschiedenen Jahreszeiten. Ich zeige euch mal oder ich habe euch hier mal das Video vom Kölleturm im tiefsten Winter verlinkt. Da lag sehr viel Schnee, tolle Aufnahmen. Ja, ich hoffe, dass dieser Winter hier 21, 22 dann auch wieder viel Schnee bringen wird. Ja, aber hier zurück hinterm ja, Külf sehen wir die Ausläufer der 7 Berge. Und die 7 Berge beginnen mit dem Hörzen und enden dann im Süden bei Alfeld mit dem Himmelberg. Ja, und wenn man den Hörzen sieht als erste große Erhebung der 7 Berge, dann haben wir links daneben etwas flacher den Nussberg. Und im Nussberg, da gibt es die Steinerne Eiche. Ein Denkmal zu Ehren des 1907 verstorbenen Landrats von Rheden. Und ja, dieses Denkmal, diese Steinerne Eiche ist schwer zu finden und echt mystisch. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, auch hier gleich mal für euch verlinkt. Ja, bis hinten nach Alfeld können wir heute nicht mehr schauen. Der ja, Qualm der Papierfabrik Alfeld lässt sich noch erahnen. Ja, schön diesig. Der ja, Leine-Bergland-Balkon kann aber auch bei schönem Wetter bewandert werden. Und ja, wenn hier herrliches Wetter ist, dann ist die Aussicht hier phänomenal. Es lohnt sich also immer hier zum Leine-Bergland-Balkon zu kommen. Ja, ein Video, wo ich hier am Leine-Bergland war, bei herrlichem Wetter, habe ich euch hier oben gleich mal verlinkt. Aber denkt dran, bei all diesen ganzen Links, die da oben am i erscheinen, immer erst am Ende des Videos draufgehen, sonst verpasst ihr hier bei diesem Video noch ganz viele Highlights. Und ja, das nächste Highlight, das wollen wir jetzt mal ansteuern, das ist nämlich hier in diese Richtung der Babenstein. Das ist die höchste Erhebung hier im Duinger Berg.
Und das ist mein nächstes Ziel. Das heißt, wir bewegen uns ab jetzt auf den, ja, auf dem herrlichen Eat Hills Weg, der hier nämlich am Leine-Bergland vorbei führt, am Leine-Bergland-Balkon vorbeiführt, weiter Richtung Marienhagen und dann hoch in den Thüster Berg geht. Und der Eat Hills Weg kommt dann dort vom Reuberg durchs Glenetal und führt dann hier durch den Duinger Berg vorbei am Babenstein hier zum Leine-Bergland-Balkon. Auch ein sehr toller Rundwanderweg. Übrigens jetzt im Jahr 2022 nominiert unter den Top 10 der Rundwanderwege oder der Mehrtageswanderwege. Ja, wer will, der kann dort auch nochmal abstimmen. Ich habe den Link zur Abstimmung unten in der Beschreibung mal aufgeführt. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere nochmal hier für den Eat Hills Weg seine Stimme abgeht. So, weiter geht's Richtung Barmstein. Eat Hills Weg, perfekte Ausschilderung. Ich befinde mich hier ja auf dem Eat Hills Weg und dem Pottlandweg Nummer 1, der auch hier oben parallel zum Eat Hills Weg langführt. Ja, der Eat Hills Weg führt weiter hier Richtung Glenetal und kommt vom Leine-Bergland-Balkon. Ja, die Pottlandwege sind hier herrliche Wanderwege rund um Koppengrave und Duingen hier in der historischen Pottland-Gegend und bieten auch tolle Ausflugsziele und tolle Impressionen. Den DU4 und den DU6 hatte ich auch schon mal bewandert. Ich habe euch mal hier den DU4 verlinkt. Das ist der Pottlandweg, der hinten im ehemaligen Braunkohletageabbaugebiet jetzt der Duinger Seenplatte langführt. Auch eine tolle Gegend und immer wieder schön für eine kleine Wanderrunde. Ja, ich bin ja hier mitten im Winter. Dementsprechend sind die Wege hier extrem matschig. Aber ich habe mich hier wie Jan Ullrich durchs Gelände gekämpft und bin jetzt hier heilen Fußes angekommen am Babenstein hier, der höchsten Erhebung hier im Duinger Berg. Da vorne liegt die Löhnsgrotte und der Glockenstein von Hoyershausen hier so ein bisschen bergrunter. Da fahre ich jetzt aber nicht hin. Und ja, ich will jetzt irgendwo hier rechts rein. Da muss ein Stichweg sein, den habe ich aber noch nicht gesehen. Und vom Stichweg soll es dann runtergehen auf den Kannsteinweg. Der führt etwas tiefer hier unten lang und auf dem Kannsteinweg will ich dann wieder zurückfahren zum Ausgangspunkt, zu meinem Wanderparkplatz. Ja, der Kannsteinweg ist auch ein historischer Fernweg, der von Badenstedt in Hannover über Gerden dann rein in den Deister führt und vom Deister dann rüber in den kleinen Deister Osterwald und von Osterwald Richtung Lauenstein und dann rüber in den Thüsterberg hinein gelangt. Und vom Thüsterberg kommen wir dann hier durch den Duinger Berg, dann Reuberg bis Alfeld. Auch ein sehr toller 80 Kilometer langer historischer Wanderweg, der aber halt nicht rund ist. Das heißt, wenn man in Alfeld anfängt und in Hannover ankommt, ist man völlig fertig. Aber dann muss man natürlich noch zurück. Ja, ich hoffe, ich finde den Stichweg. Wenn nicht, fahre ich hier querfeldein und das auf dem Fahrrad. Das kann was werden. Mittlerweile habe ich den Eat Hills Weg verlassen, habe mich vom Duinger Berg wieder leicht runter bewegt, denn auf meinem Rückweg wollte ich unbedingt hier nochmal hin. Ihr könnt es im Hintergrund sehen, wir haben hier einen echten Lost Place, eine alte verfallene Waldhütte und da will ich jetzt mal reinschauen. Bin schon ganz gespannt, war echt schwer zu finden, aber hier, ja, gucken wir mal hin.
Ja, man muss doch zugeben, das Neue ist jetzt so ein bisschen von hier, von der Waldhütte. Aber wir erkennen hier an der Decke, da hängt sogar noch eine Lampe. Ja, und hier vorne zwei strohgefüllte Betten. Hier war wohl der Schlafbereich. Und dann ein bisschen weiter hier drüben, hier haben wir die Küchenecke, wo dann für das Notwendigste gesorgt wurde. Und dann hier nochmal ein opulenter Wohnbereich. Ja, aber, wie gesagt, das Neue ist ein bisschen von. Ein bisschen frische Farbe auftragen wird hier nicht ausreichen. Oh, da haben bestimmt schon einige Tiere drin übernachtet. Boah, hier sogar noch mit Matratzenkern. Aber man merkt hier schon, der ganze Boden, ja, hält mich gerade noch so. Ja, und hier, ja, das Neue nicht von. Deckenlampe. Die müssen also hier auch Strom gehabt haben oder über anderen Wege hier für Strom gesorgt haben. Naja. Oh. Es knirscht hier überall unter meinen Füßen und das macht es hier nicht gerade vertrauenserweckend. Oh. Ja, außer das Gerippe hier von der Waldhütte ist hier nicht zurückgelassen worden. Zwei Strohbetten, ein Herd. Und dann haben wir hier ja nur noch das Dach, was jetzt mittlerweile runtergekommen ist, weil die Außenwände nicht mehr richtig halten. Aber ja, ich glaube, hier kann man nicht mehr viel draus machen. Das Ding ist hinüber. Schade. Hätte man vielleicht noch mal, ja, was draus machen können. Hier, der Schornstein ist auch schon abgekippt. Ja. Irgendwann fällt hier ein Baum drauf beim nächsten Sturm und dann war's das. Schön. Lost Place hier im Duinger Berg. Eine alte, verfallene Hütte. Aber ich will mich mal jetzt wieder fleißig zurückbegeben Richtung Ausgangspunkt. Und ja, während ich hier durch den Matsch radle, da schaut ihr euch hier den Duinger Berg bei Koppengrave im Nebel nochmal von oben an. Und ja, dann sehen wir uns am Auto wieder. Ich habe mittlerweile Koppengrave hinter mir gelassen und bin hier auf strammem Weg zurück Richtung Ausgangspunkt meiner heutigen Tour, dem Wanderparkplatz oberhalb von Duingen. Das heißt, mein kleines Fahrradfilmchen hier vom Duinger Berg neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Das heißt für euch natürlich einen netten Kommentar da lassen, einen Daumen nach oben. Und vielleicht aktiviert ihr ja auch noch die Glocke, dann verpasst ihr keins von den Videos, wenn der Sprödi mal wieder hier in den heimatlichen Gefilden unterwegs war. Ansonsten schaut mal durch meinen Kanal, viele tolle weitere Wanderziele erwarten euch dort, hier aus dem Leinebergland, aber auch aus dem Weserbergland, dem Kahlenberger Bergland und. Schaut mal durch, lasst euch inspirieren, geht raus und entdeckt die heimatlichen Gefilde. Ja, ansonsten schönen Dank, dass ihr dabei wart. War wieder eine coole Tour mit dem herrlichen Lahne-Bergland-Balkon und natürlich dem mystischen Lost Place hier mitten im Wald. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Sprödi.